Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich bin Eike, ich komme von der Philipps-Universität Marburg, bin dort an der Universitätsbibliothek angestellt. Habe jetzt nicht so schöne Bilder mitgebracht wie gestern von Bamberg, auch wenn ich finde, dass man fast so schöne auch von Marburg mitbringen kann. Genau, und ich möchte euch heute ein bisschen was zu Entitäten erzählen. Genau, wie Yannick eben schon vorgestellt hat, ist das Ganze noch nicht sehr technisch. Es geht mir erstmal darum, was ist das überhaupt? Wofür können wir es verwenden und wie gehen wir vor in der Planung? Also, was sind quasi die Schritte, die wir gehen müssen, bevor wir zur technischen Umsetzung kommen? Dazu möchte ich zunächst betrachten, warum wir das überhaupt brauchen könnten. Also, was sind so Anwendungsfälle? Wieso sind wir auf die Idee gekommen, es überhaupt zu verwenden? Was es ist? Im allgemeinen Kontext, insbesondere im DSpace, was es so für Bedeutung hat. Ein bisschen technische Sachen werde ich schon zeigen, aber nicht viel. Und dann Entitätenmodelle, also sowohl Standardmodelle, dann aber auch insbesondere, was ist relevant, dann, wenn man ein eigenes Modell entwerfen möchte. Ja, warum wollen wir Entitäten verwenden? Ich habe so mal ein Ausgangsproblem mitgenommen, das wir so haben. Das ist jetzt ein Datensatz, jetzt am Beispiel von einem Forschungsdatenrepositorium. Das kann verschiedene Metadaten haben, dass es jetzt noch mehr ist als Felder haben, dass es noch mehr ist als jetzt hier angezeigt, ist klar. Aber ich möchte hier das Beispiel vom DC Creator nehmen, wo nicht, wie man vielleicht erwarten könnte, drin steht jetzt in dem Kontext Muster, Minna, sondern noch ganz viel anderes Zeugs. Das wurde in DSpace 6 ganz nett gelöst. Ich weiß gar nicht so genau, wie, muss ich sagen, weil ich DSpace 6, ich kann sagen, zum Glück nicht programmiert habe. Ich habe gleich mit 7 angefangen. Zumindest hatte ich persönlich auch keine Lust, diese JSON-Felder, wie sie heißen, mit nach 7 zu nehmen. Also die Implikationen waren mir zu groß, das fand ich zu nervig, aber gleichzeitig will ich diese Informationen, die jetzt da drin stehen, nicht einfach nicht einfach wegschmeißen. Was für Nachteil hat es denn, dass jetzt hier nicht nur der Name drin steht? Zum einen, genau was ich schon sagte, das erfordert komplexe Anpassungen. Also sowohl dann später im UI, wir können nicht einfach das Feld anzeigen, weil, naja, dann wird das angezeigt. Wir können nicht einfach die Discovery Settings, also die Suchkonfiguration so lassen, weil sonst filtern wir nach dem JSON-Feld, was auch niemand wollen kann. Genau. Und so weiter. Dann in Submission-Workflows muss ich gar nicht drüber reden. Also das, ja. Dann, jeder, der schon mal so ein bisschen sich mit dem Thema auch Datenbanksysteme allgemein beschäftigt hat, wird das kennen, das Problem der redundanten Datenhaltung im Entity-Relationship-Modell bei Datenbanken, wofür das überhaupt existiert, um Redundanzen zu vermeiden. Und das Problem haben wir auch. Angenommen, die Person, der Autor, die Autorin heiratet, ändert den Namen oder aus anderen Gründen ändert den Namen. Gibt ja verschiedene Gründe. Oder ja gut, das sollte nicht passieren, eine neue Orchid. Nein, aber zumindest bekommt eine Orchid, das ist ein schönes Beispiel. Dann müssen wir jeden einzelnen Datensatz anfassen, jedes einzelne Publikation, die wir gespeichert haben, und dort diese Orchid reinschreiben. Oder dann haben wir eine vergessen und dann haben wir Anomalien. Also ja, die Auswertung des Ganzen ist deutlich aufwendiger. Wenn wir diese JSON-Felder nicht benutzen, sondern einfach nur Musterminer raus reinschreiben, dann müssen wir gucken, okay, ist das denn jetzt dieselbe wie die in einer anderen Publikation und so weiter und so weiter. Und was ist die Lösung dafür? Entitäten. Jetzt ein bisschen offensichtlich, aber ja. Hier schon mal so als kleinen Einblick, wie das funktioniert. Wir haben halt einfach noch einen zweiten Datensatz, der heißt Person. Und da speichern wir die Informationen über Frau Muster und ziehen nur die Daten rüber, die wir brauchen. Und die anderen sind über die Verknüpfung erhalten. Dadurch haben wir keine redundante Datenhaltung. Wir haben keine Probleme bei der Anzeige im UI, wenn die Konfigurationen alle stimmen. Genau. Was sind Entitäten? Ich habe mal im Duden nachgeschaut. Ganz altmodisch. Und da steht drin, eine Entität ist eine eindeutig identifizierbare Größe, zum Beispiel Person oder Objekt, über die Informationen gespeichert werden. Das passt in dem Kontext ja eigentlich schon ganz gut. Was bei DSpace noch hinzukommt, sind die Beziehungen zu anderen Personen. Man kann dann in der Philosophie noch gucken, woher das dann so entlehnt würde, aber der Exkurs würde jetzt hier zu weit führen.
In DSpace, hier das Zitat aus der DSpace Doku, in DSpace an entity is a special type of item which often has a relationships to other entities. Da steckt eigentlich schon der allergrößte Teil drin, der die Entitäten in DSpace ausmacht. Das Wichtigste erstmal, Entitäten sind immer auch Items. Also zunächst einmal ist jede Entität ein Item. Nicht jedes Item eine Entität, aber jedes Entität ein Item. Das heißt, solange wir jetzt noch keine Beziehung einrichten und einrichten wollen zu anderen Items und so weiter, können wir die einfach so verwenden in unseren Submission-Workflows, über die OEPMH-Schnittstelle und so weiter. Das ist erstmal, wenn wir das so nutzen wollen wie Items, sind das Items. Also folgt da nichts weiter draus, außer dass sie ein Metadatenfeld heißt, haben, wo der Entitätsname, der Entitätstyp drin steht. Was aber hinzukommt, oder beziehungsweise was sie für zusätzliche Eigenschaften haben, das eine habe ich eben schon genannt, ist der Entitätstyp. Die sind relativ gut sichtbar in der ganzen Instanz, überall durch die Badges, die jetzt hier beispielhaft mal gezeigt worden sind. Also oben habe ich ja mal meine Personenentität in MediaRep reingenommen, plus einen Forschungsdatensatz, der damit verknüpft ist. Und da sieht man oben drüber so ein schönes kleines Badge Person oder Forschungsdaten. Genau, das ist im Grunde genommen, das wird befüllt aus dem Metadatenfeld DSpace Entity Type und ist dem überall in allen Suchlisten, Verknüpfungen und so weiter entsprechend sichtbar. Und der zweite Punkt, der wichtigere ist, der die mehr Probleme vielleicht machen kann, der mehr Gedanken benötigt, sind die Beziehungen zu anderen Entitäten. Dazu, was ist eine Beziehung? Also ich verwende jetzt erstmal immer das deutsche Wort, weil ich jetzt gedacht habe, ich habe die Präsentation auf Deutsch gemacht. In DSpace natürlich Relationship. Wie eben schon gezeigt, bei Forschungsdatensatz und Personen können wir verschiedene Entitäten haben, hier zum Beispiel 1, 2, 3, die immer im Zusammenhang stehen mit anderen Entitäten. Wenn wir ein Modell anlegen in DSpace, kann man sogar eigentlich sagen, dass die Entitäten sich erst aus ihren Beziehungen heraus definieren. Wir legen nicht irgendwo eine Liste an, die sagt Entität A, B, C, sondern wir sagen, wir haben diese Beziehung und die ist zwischen den beiden Entitäten, Entitätstypen, und daraus sieht DSpace dann, welche Entitätstypen gibt es denn überhaupt? Beziehungen sind immer gerichtet, aber auch immer in beide Richtungen. Also das kann man sich als gerichteten Graph vorstellen, der aber immer eine Kante in jede Richtung hat. Also eine Publikation gehört zu einer Person, aber eine Person gehört auch zu einer Publikation. Hier an dem Beispiel sieht man wieder, wir haben die Entitätstypen, Publikation, Publication und Person und die Beziehung zwischen ihnen. Diese Beziehung muss man benennen, diese Kanten kriegen Namen. Und zwar immer einen sogenannten Right-What-Type und einen Left-What-Type. Ich finde da an der Doku noch so ein bisschen schwierig, dass es noch nicht so ein richtiges... also es gibt eher so ein inoffizielles Schema, nach dem man das benennt. Da empfehle ich mich schon, entsprechend dran zu halten, dass man sagt, man überlegt sich zum Beispiel, wenn man den Right-What-Type hat, zu einer rechten Entität. Ich habe es jetzt hier natürlich auch so aufgezeichnet, dass the right type, die Person ist rechts und die Publication ist links auf der Folie zu sehen, dass auch in der Beziehung dazwischen als erstes auf der linken Seite die Publication kommt, auf der rechten Seite der Author, die Person, weil ich kann versprechen, es wird später beim Umsetzen in dem Modell, in den entsprechenden XML-Files in der Konfiguration sonst ziemlich wust, um sich zu überlegen, was geht jetzt in welche Richtung. Also das ist ja, nicht nur einmal habe ich da Fehler gemacht. Hier ganz kurz, vielleicht schon ein kleiner, ganz kurzer technischer Vorblick, das wird später ganz sicher nochmal genauer gezeigt, aber weswegen das relevant ist, sich diese Gedanken vorher zu machen. Das Ganze wird später in ein Dokument eingetragen, wo wir die entsprechenden Typen eintragen, Left-Type, Right-Type, Publication-Person und auch die Namen in beide Richtungen. Da kommt noch so ein bisschen mehr dazu, aber das hört ihr ganz sicher später nochmal genauer. Ein weiterer Bestandteil, der Beziehungen so wertvoll macht, Relationships so wertvoll macht zwischen zwei Entitäten, sind sogenannte virtuelle Metadaten. Metadaten ist klar, aber wieso virtuell? Wenn ich nochmal zurückkomme auf das eingangs genannte Beispiel mit dem Datensatz und der Person und Frau Muster Minna, habt ihr gesehen, nur der Name, also nur Muster, Minna wird rübergezogen in DC Creator von dem Datensatz. Und das ist ein sogenanntes virtuelles Metadatenfeld. Der wird nicht wirklich bei der Person gespeichert.
sondern es wird eine Verknüpfung hergestellt zu der Person. Das hat den Vorteil, dass wenn ich das ändere bei der Person, wird das auch bei den verknüpften Datensätzen geändert. Und ich vermeide Änderungsanomalien. Genau. Beim Löschen, wenn man dann entsprechend löscht, gibt es dann Möglichkeiten, das noch trotzdem zu erhalten, aber dazu vielleicht auch später mehr. Ah ja, genau. Achso, ich habe das sogar hier reingenommen, das Beispiel. Das heißt, das Schöne daran ist auch noch sogar, dass man in einem Metadatenfeld die Informationen von mehreren Metadatenfeldern kombiniert oder durch entsprechende Trenner einfügen kann. Also hier zum Beispiel habe ich ja person.familyname, Leerzeichen, person.givenname. Das geht natürlich auch mit anderen Informationen, aber das ist hier natürlich auch wertvoll, dass ich jetzt nicht sage, ich brauche zweimal DC Creator, einmal für den Vornamen, einmal für den Nachnamen oder sowas, sondern das funktioniert entsprechend. Genau, Entitätenmodelle bin ich schon angelangt. Hat man jetzt eben schon so ein bisschen gesehen, die Beziehung zwischen Person und Publication, die hier zu sehen ist. Aber das Standardmodell in DSpace bietet noch ein bisschen mehr Beziehungen sogar. Hier gibt es Org-Units, Projekte, Journals, Journal Volume, Journal Issues und die entsprechenden Beziehungen dazwischen, also Personen, die Projekte, die als Finanzierung, also Funding Project von Publications herhalten können, Personen, die Projekten zugeordnet sind, die wiederum auch in Org-Units angestellt sind, wozu Projekte auch wieder gehören können, Organizational Units, die Publisher auf Projekten sein können und Publications, die wiederum im Kontext von Articles in Journal Issues sein können, die wiederum in Journal Volumes sind und so weiter. Es gibt zusätzlich auch noch das OpenAir-Modell standardmäßig, das man aktivieren kann. Das ist ein klein bisschen anders. Dort haben wir nur Person, Org Unit, Project und Publication. Dafür ein paar doppelte Beziehungen. Ja, das geht auch. Man kann auch mehrere Beziehungen zwischen zwei Entitäten haben. Ich habe jetzt hier immer Doppelpfeile genommen, weil ich nicht immer alle Pfeile in beide Richtungen reinzeichnen wollte. Aber natürlich haben wir wieder pro Beziehung zwei Kanten, in beide Richtungen gerichtete Kanten im Graph. Hier habe ich mal aufgesplittet, was das sein kann. Zum Beispiel eine Person ist vielleicht nicht nur ein Author of Publication, sondern kann auch Contributor sein, logischerweise. Genauso hier in dem Kontext vom Open Air bei der Org Unit, bei der Organizational Unit. Oder genau, also das Projekt ist das gleiche wie in dem vorherigen Modell. Genau, über Projektfinanzierung. Jetzt kommen wir aber vielleicht an den Punkt, wo wir sagen, die beiden Modelle decken nicht so das ab, was wir wollen. Also ganz klassisches Beispiel, was in unserem Kontext schon relevant ist, ist, wir haben Forschungsdaten. Also ja, eine Forschungsdaten könnte man sagen, ist eine Veröffentlichung, also ist vielleicht eine Publication. Ja, aber das ist auf jeden Fall nicht gemeint im ursprünglichen Modell. Und insbesondere möchte man das ja eventuell unterscheiden zu anderen Publications, also zu Artikeln oder Monographien oder was auch immer. Also keine Textpublikationen, Forschungsdaten. Eine Folge, die man aus dem Definieren von Entitäten auch hat, ist, dass man entitätsspezifische Item-Pages designen kann. Das wurde gestern schon kurz angesprochen. Und das ist natürlich gerade im Kontext, wenn man Forschungsdaten und Publikationen in einem Repositorium haben möchte, sehr interessant, wenn man beides als Entitäten auszeichnet, weil wir sehr wahrscheinlich eine andere Seite haben möchten für Forschungsdaten als für Entitäten. Wir möchten auflisten, was für Forschungsdaten es, was für veröffentlichte Datensätze es gibt dazu, was für Typen die haben, vielleicht auch wie groß die sind. Damit Nutzende wissen, lade ich mir jetzt hier gerade 5 Terabyte runter oder 5 Kilobyte. Das ist bei einer Publikation meistens weniger interessant. Also ja, man kann das schon hinzufügen. Es gibt auch mal Publikationen, die bis mehrere Gigabyte groß sind bei Retro-Digitalisaten, aber es ist oft jedenfalls von minderem Interesse. Das heißt, es soll anders aussehen. Ein weiterer Punkt, weswegen man vielleicht eigene Modelle haben möchte, sind weitere Verknüpfungen, die man abbilden möchte. Zum Beispiel Sammelband zu Sammelbandeintrag. Das ist häufig relevant in in Publikationsrepositorien. Wenn man beides, man hat vielleicht schon beides vorher in DSpaceX drin gehabt und hat die Verknüpfung über dieses dc.relation is part of Feld abgebildet.
aber meistens sogar auch nur in den Metadaten, die man dann in der Langanzeige anzeigen konnte, wo man dann auf sich dann die DOI rausgesucht hat und dann, naja, hat Nutzende haben das wahrscheinlich eh nie gemacht. Aber man hat das halt verknüpft. Vielleicht auch nur, weil man die Daten weitergegeben hat. Oder auch Review. Man hat eine Entität Review, die man mit einer Monographie oder einem Sammelband verknüpfen möchte, die gereviewt wurde. Das ist ein Reviewed Work. Und so weiter und so weiter. Als das Entwurf eines kleinen Entitätenmodells mal zum, als Beispiel zu zeigen, was wir im Kontext von Forschungsdatenrepositorien brauchen könnten, wäre einfach mal so ganz abgespeckt, klein. Wir haben einen Datensatz, das ist ein reines Forschungsdatenrepositorium, eine Org-Unit, eine Organizational Unit und eine Person und die Beziehung dazwischen. Genau, die Org-Unit brauchen wir, weil es ist zwar ein institutionelles Repositorium, das heißt, es ist nicht so ganz relevant, dass aus welcher Institution die Publik- der, das Forschungsdatensatz kommt, weil das alles aus der Uni Marburg kommt. Aber wir wollen vielleicht wissen, welche Institution hat das Ganze gesponsert. Also ist es ein DFG-gefördertes Projekt, ist es ein vom BMWF oder was auch immer. Und diese Informationen haben wir vorher auch in JSON-Datenfeldern gehabt. Da hatten wir auch schön die RAW-ID und so alles schon drin. Aber ja, bei Upgrades war es immer ein Problem. Und vor allen Dingen mussten Publizierende, also Leute, die ihre Forschungsdaten hochgeladen haben, diese Informationen selber zusammentragen und angeben. Das heißt, so oft hatten wir das auch gar nicht drin, weil man es nicht gemacht hat. Das hat gereicht, wenn man den Namen da reingeschrieben hat und dann war man glücklich. Genau. Aber für die Nachnutzung ist es natürlich trotzdem sehr hilfreich, das später mit weiteren Identifiern zu verknüpfen. Die Person kann in diesem Kontext natürlich ganz verschiedene Positionen in Bezug auf den Datensatz annehmen. Sie kann natürlich ganz klassisch der Author oder Creator sein. Sie kann ein Contributor sein, also weitere beitragende Personen. Man könnte das jetzt auch noch weiter aufsplitten. Oder sie kann auch der Kurator des Datensatzes sein. Genau, wir haben auch ein komplexeres Modell entwickelt, wenn im Kontext von MediaRep, weil MediaRep erstens ein Fachrepositorium ist, das heißt, wir haben keine institutionelle Bindung. Und zweitens im Kontext des Upgrades von DSpace 7 auch Forschungsdaten mit reingenommen hat. Zudem kam noch hinzu, dass wir auch schon vorher hatten wir schon Videos drin, wir hatten Audios drin, wir wollten Blogposts aufnehmen und so weiter. Und die verlangen alle so ein bisschen unterschiedliche Designs eigentlich, wenn man es mal so genau nimmt. Und sie ermöglichen eigentlich alle noch so weitere Verknüpfungen. Und das, da haben wir uns vorher ein bisschen Gedanken gemacht und überlegt, ja, was sind so die Typen, die wir wollen? Was ist das, was wir wollen? Und dabei ist das folgende Modell rausgekommen. Man kann das jetzt nicht so gut erkennen, weil es halt einfach recht groß geworden ist. Aber man kann schon so ein paar zentrale Punkte sehen. Also die Person ist mit ganz vielen Teilen verknüpft. Mit Videos, Blogposts, Audios. Dann haben wir Book für Monographien, Reviews. Mr. Danny müssen wir irgendwo haben. Für Sammelbände, genau. Sammelbände, Sammelbandeinträge. Organization Units, um die Zuordnung von Personen erfassen zu können. Artikel, dann wiederum schon im Standardmodell enthalten, die Verknüpfung von Artikeln oder auch Reviews zu Journal Issues, Journal Volumes, Journals. Hier sieht man, hier haben wir auch so Beziehungen dazwischen mit drin. Warum das, kann ich gleich noch was zu sagen. Genau, Series für Book-Serien. Schriftenreihen, genau gesagt, entschuldige. Und die entsprechenden Verknüpfungen. Warum das Ganze eigentlich? Der eine Punkt, der wirklich tatsächlich zentral für unsere Überlegungen an der Stelle war, sind die entitätsspezifischen Item-Pages, die wir haben wollten. Wir können für jeden dieser Entitätstypen eine eigene Item-Page designen, die irgendwie spezifische Design-Elemente enthält. Jetzt siehe Videos und Audios zum Beispiel, was ja gestern schon vorgestellt wurde, das Problem, okay, wie binden wir Audio- und Videoplayer ein? Wenn wir das alles auf der gleichen Seite in dem gleichen Dokument gemacht hätten, wo wir auch irgendwie Publikationen drin hätten, wäre das ein ziemlicher Wust geworden. Dann, wie ich schon sagte, Forschungsdaten. Genau. Ein zweiter Punkt ist halt die Nutzbarkeit, also das Nutzen von Verknüpfungen. Wir hatten gestern in einem Vortrag, ich glaube, das war von Herrn Sabisch,
ich weiß nicht mehr genau, wurde gesagt, ja, die allermeisten Leute kommen über Suchmaschinen und so weiter auf unsere Plattform. Das heißt, man könnte sich jetzt fragen, ob das, das was bringt. Das ist tatsächlich bei Medirep anders. Also die Plattform ist mittlerweile ziemlich etabliert in der Fachwissenschaft, in den Communities, wird in Studiengängen vorgestellt. Das heißt, die Navigation spielt eine Rolle. Also die Leute gehen auf Medirep als Rechercheportal, weil sie wissen, dort ist alles Open Access, dort kommen wir dran. Gerade für Studis ist das sehr interessant. Dann fangen die gar nicht erst an, bei Google Scholar oder sowas zu suchen, sondern gehen oft direkt darauf. Das merken wir gerade am Semesteranfang, wenn dann da entsprechend die Anfragen hochgehen. Habe ich gerade den Faden verloren. Nutzung, genau, Navigation. Das ist ein weiterer Punkt, der in dem Kontext relevant ist, Navigation. Das ermöglicht Navigationsmöglichkeiten. Ich habe nach einer Monographie gesucht und habe das Review gleich verknüpft. Das heißt, ich kann auch sagen, okay, was wird denn eigentlich von der Monographie gehalten? Also ich muss nicht lange recherchieren, um dazu noch ein Review zu finden. Gleichzeitig muss man sich aber auch überlegen, inwiefern wirkt sich das auf die Gesamtstruktur des Repositoriums aus. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir haben Schriftenreihen auch als Entität aufgenommen und nicht nur über die Sammlungsstruktur wie vorher abgebildet oder Journals und Journal Issues. Das kennt man wahrscheinlich aus vielen Repositorien. Man hat einen Bereich Zeitschriften, einen Unterbereich Journal, dann einen Unterbereich Journal Volumes und dann nochmal die Issues in Sammlungen oder sowas. Wie ist das jetzt vereinbar mit der Parallelstruktur? Das sind alles Überlegungen, die man anstellen muss. Wie haben wir das gemacht? Wir haben uns entschieden, dass direkt im Kontext vom Umstieg auf DSpace 7 zu machen. Warum? Das hat uns ganz gut gepasst. Wir waren eh dran, uns da Gedanken zu machen, wie wir das Repositorium neu aufziehen wollen. Es kam auch hinzu, dass wir, wie gesagt, die Forschungsdaten mit neu hinzugenommen haben. Und bestimmte Arbeiten waren einfach nicht doppelt nötig. Also wie die UI-Anpassungen oder Discovery-Anpassungen von den JSON-Metadatenfeldern, die daraus folgen würden. Darüber haben wir uns dann gar keine Gedanken gemacht. Wie haben wir die Entitäten überhaupt dann zugewiesen, die Entitätstypen zugewiesen, also die Items zu Entitäten gemacht? Das Ganze ist automatisiert erfolgt auf Basis von den DC-Type-Informationen, die wir überall hatten. Das heißt, ich habe ein Skript geschrieben, was quasi gesagt hat, okay, wir haben ein DC-Type-Artikel, dann wird das auch ein Entität-Artikel. Komplizierter ist es schon bei DC-Type-Book, weil es konnte sowohl ein Sammelband als auch eine Monographie werden. Aber das ließ sich relativ einfach auch auf Basis von anderen Metadatenfeldern erfassen. Also wenn das Ganze einen Contributor-Editor hat, dann war es ein Sammelband und wenn es und keinen Creator. Wenn es einen Creator hatte, war das halt eine Monographie. Ich glaube, das waren auch schon die einzigen, die wir nicht auf DC-Type-Basis automatisch zuweisen konnten. Ja gut, PhD-Thesis ging auch relativ einfach, ja. Genau, Personen, dazu komme ich gleich. Also das geht erst um die Sachen, die schon quasi drin waren. Die haben wir alle automatisch zugewiesen, dadurch konnten wir die Item-Pages sofort entsprechend anzeigen, hatten aber natürlich noch keine Beziehung zwischen Entitäten. Das ist das, was ich am Anfang meinte. Wir konnten alles genauso verwenden, wir hatten die Entitätstypen zugewiesen, aber keine Beziehung dazwischen. Und diese haben wir nämlich einfach nachträglich eingefügt. Wir haben das UI so gestaltet, dass es sich automatisch angepasst hat, sobald eine Beziehung vorhanden war. Und das Ganze dann automatisiert bzw. händisch nachgearbeitet. Das heißt, Personen zum Beispiel ist nicht so eine ganz einfache Sache. Da hatte ich vorhin schon eine Diskussion darüber mit ein paar Kollegen, wie man das angehen könnte, weil Personen können eindeutig sein vom Namen, wo man sagt, okay, also gerade im Fachrepositorium, da weiß man eigentlich die Personen, es gibt keine andere Person mit dem Namen, das ist die bei uns publiziert. Das ist automatisiert, das ist kein Thema. Aber es gibt halt auch jede Menge Personen, das klassische Thomas-Müller-Problem, jetzt sage ich jetzt mal, also so ein Namen, die einfach häufiger vorkommen. Also wir wissen nicht, automatisiert ist diese Publikation von der gleichen Person, wenn wir da jetzt nicht schon irgendwie Org-IDs oder sowas hinterlegt haben. Und das müssen wir tatsächlich händisch vornehmen. Wir sind auch noch nicht, wir haben nicht alle Personen ausgezeichnet. Was wir aber getan haben, ist, wir sind nach Häufigkeit der Publikation gegangen. Das ermöglicht, dass viele Nutzenden schon auf Publikationen stoßen, die Entitäten verknüpft haben. Auch wenn lange nicht alle Personen als Entitäten eingepflegt sind, weil einfach wir einige haben, die so viel publiziert haben bei uns, dass die natürlich an den Anfang kamen, wo man das auch häufig gut automatisiert angehen konnte. Andere Beziehungen wie Sammelband zu Sammelbandeintrag sind auch automatisiert nachziehbar, da das halt, wenn man das konsequent gemacht hat, in DC-Relation-Feldern schon diese Beziehung schon vorhanden war.
mit Identifiern wie DOI oder ISBN. Es gab da verschiedene, URL habe ich, glaube ich, auch gesehen. Was dann auch schwieriger war, ist zum Beispiel Review zu Artikel und Review zu Book oder also zu Miscellany oder Monographie, weil das auch nicht immer in den Relations vorhanden war. Wo nutzen wir das Modell? Also was sind so Nutzungsfelder, wo man das gebrauchen kann? Einige habe ich schon gesagt. Aber so jetzt als direkt für die Nutzenden sichtbar, also auch mit Beispielen, ist verknüpft von ORCID-IDs. Das hatten wir vorher auch über JSON-Felder gelöst, wird aber jetzt über die Verknüpfung gemacht. Wie man hier sieht, das ist ein kleiner Screenshot aus dem Forschungsdatensatz-Seite, wo man sieht, okay, die sind zwar jetzt alles Identitäten eingezogen, die Autorinnen und Autoren hier von diesem Datensatz. Aber jetzt zum Beispiel Frau Zimmermann hat keine ORCID-ID, deswegen taucht bei ihr dieser schöne kleine Badge nicht auf, aber die werden automatisch nachgezogen. Das heißt, sobald jetzt Frau Zimmermann eine ID eingetragen bekommt, würde dieser Badge bei ihr auftauchen und das Ganze wäre verknüpft. Ein Feature, das ich persönlich sehr schätze, sind die automatisiert generierten Inhaltsverzeichnisse von Sammelbänden. Da wir unsere Sammelbandbeiträge zu Sammelbänden verknüpft haben oder verknüpfen, das ist leider noch nicht 100% passiert. Wie ich sage, das ist halt etwas, was man dadurch ganz schön automatisch nachziehen kann, Stück für Stück nachziehen kann. Können wir auf dieser Basis dieser Beziehung unsere Inhaltsverzeichnisse automatisch generieren? Sammelbandeinträge haben meistens Seitenzahlen in ihren Metadaten, von wo bis wo die gehen, und dann bekommt man eine Liste zurück, wenn man alle verknüpften abfragt und sortiert die nach den Seiten und druckt sie auf der Seite aus, quasi von dem Sammelband. Und das Ganze wurde vorher auch gemacht, aber halt hart gecodet, das heißt, da musste sich jemand hinsetzen, händisch alle Artikel raussuchen, die entsprechenden Informationen abtippen, die Links korrekt einfügen, und dann hat das auch funktioniert, aber ja, so ist schöner. Verknüpfung von Rezensionen hatte ich eben schon gesagt, das sieht dann so aus, dass wir auf der Seite einen kleinen schönen Rezensionsbadge haben, den man aufklappen kann, wo man dann die verknüpften Rezensionen sehen kann. Dass wir das so versteckt haben, liegt daran, dass es auch durchaus geben kann, dass man mehr als eine Rezension pro Publikation hat, sodass es sonst sehr, sehr unübersichtlich wird, wenn man da einfach die Liste hinklatscht. Genau. Genauso ist natürlich auf der Seite von der Rezension das rezensierte Werk verknüpft. Davon habe ich jetzt keinen Screenshot gemacht. Aber ja. Genau. Das war es schon von meiner Seite. Sie können gerne Fragen in dem Kontext stellen zur Umsetzung, sich die Seite anschauen. Einiges ist noch nicht nachgezogen. Vieles passiert Schritt für Schritt. Das war der große Vorteil oder das, was der Kern unserer Gedankengang hinter der Einführung von Entitäten in unserem Schema, dass wir gesagt haben, wir möchten das Ganze so gestalten, dass wir die Beziehungen nachträglich Schritt für Schritt nachziehen können, dass wir nicht mit der Veröffentlichung, mit dem Live-Gehen von DSpace 7 warten müssen, bis wir alle Beziehungen eingepflegt haben, weil das ist ich glaube, wir haben jetzt gerade 22.000 Publikationen, schon eine ganze Menge. Danke.